Ah, ist geklippt. Ich hab wieder einen harten. Ah, ich hab 1 Kilogramm Marihuana. Weißt du, mein Discord will, dass ich falsche Sachen sage, aber ich sag keine falschen Sachen. Ich sag Angst vor Brüsten, mal, weil... Was dein Discord will, ist mir doch egal. Okay, die haben gesagt, die soll mich ausziehen und meinen Schwanz wiggeln. Das stimmt nicht. Ich hab schon mal versucht, mir selbst einzublasen. Ey, meine Oma hat mich immer mit so Weihwasser abgeworfen. Es hat voll wehgetan. Sie hat es mit dem Behältnis geworfen. Ey, no joke, wäre geil, wenn du einen Schwanz hättest. Ich glaub's auch, ohne Witz. Könntest du mich dann an entjungfern? Würdest du dich freiwillig melden? Jetzt geht's schon wieder los. Was hast du letztes Jahr zu Weihnachten deinen Eltern geschenkt? Socken. Na, oh, ich liebe Socken. Getragen, ey, no. Oh. Oh. Ich scheiße bei deinen Videos immer ein. Nice. Schick mir nächstes Mal zu. Okay. Ja, ne, aber ich finde E-Girl-Kacke ein bisschen geiler. Sag mal Chiche. 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 Ich würde deine Eltern so gern. Oh. Ah. Okay. Nichts. Hallo. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du das im Mund hast. Ich bin... Riechst du auch manchmal an deinen Fingern, nachdem du deinen Arsch angefasst hast? Meine Nase juckt. Achso. Wir haben jetzt was rausgefunden, wie wir Minderjährige, die sagen, dass sie 18 sind. Du sagst so, ihr seid volljährig und dabei nickst du. Und sagst so, ihr seid volljährig, ne? Und dabei nickst du. Mach mal, versuch mal. Ihr seid volljährig, ne? Nee. Ja, scheiße. Ihr seid ja gut studiert, wa? Ein Klimmzug, ja. Alter. Weißt du, was das ist? Nein, erklär mal. So, wenn du auf dem Kopf stehst, weißt du? Dir ins Gesicht kacken. Nee, davon habe ich schon mehr geschafft. Ich mach dabei immer den Mund auf. So reden, willst du einen Stuhlkreis bilden? Ich will deinen Warzenkranz sehen. Ich bin Motorradliebhaber, ich schwöre. Ich stecke immer meinen Pin zwischen Motorradreifen. Beichen. Und ich durfte schon mal eine Kawasaki, die hat 2 Pullen. Okay. Hast du das jetzt einfach unkommentiert gelassen, dass ich meinen Pin zwischen Speichen schiebe? Ja. Ja, okay. Ah, nee, das finde ich stark persönlich. Ja, nach Corona war ich auf dem Geburtstag und habe ich ein bisschen getrunken. Da war ich voll, saß da und dann ging es die ganze Zeit: Hamburger, Cheeseburger, Big Mac, Whopper. Ja, nee, also da muss ich sagen, könnte ich mir auch vorstellen, so zu arbeiten. Und wenn's nicht hinhaut, halte ich auch noch die Kamera safe. Ich hoffe, bei dir läuft nicht mehr. Ich habe mich sogar extra ready für dich gemacht, Mann. Kannst du das nochmal machen, diese Bewegung? Nein. Warte, ich habe nicht geklippt. Warte, bitte. Doch, ich klippe jetzt, war nur ein Spaß. Ich hatte mal in der Grundschule eine, die hatte einen 6. C. Das boah, ist richtig boah, weird. Da hätte ich noch mehr Zehen im Mund. Hättest du heute? Nein, ich habe voll den Nippelkranz. Weißt du, was ein Nippelkranz ist? Da habe ich so Haare um meinem Nippel. Na, ich habe immer Angst, dass ich meine Nippel abrasiere. Weißt du, wie ich meine? Ich wichse mal richtig laut. Oh, ja, oh, geil. Ja, ich schwitze schon wieder zwischen meinen Brüsten. Mann. Kurz angefasst. Okay. Hast du Shrek geguckt? Boah, ich liebe Shrek. Kannst du dich noch dran erinnern, wo diese... Hieß die Fiora? Boah, die geile. Also Papa ist Russe und meine Mom ist Polin. Okay, ich liebe deine Eltern. Sorry. Nee. Darf ich an deinen Eltern riechen? Ich bin Dorfkind. Was heißt das jetzt? Fiona hieß sie. Fiona, was hab ich gesagt? Fiora, ne? Fiona von Shrek. Boah, die geile. Guck mal, du hast gesagt, du liebst. Weil mein Opa blonde Haare hat, das ist vererbt. Ich liebe deinen Opa. Der war im Krieg. Trotzdem. Ey, meine Mutter hat letztens eine Katze überfahren. Also, sie dachte, es wäre eine Taube, aber die ist nicht weggeflogen. Ey, okay, was denkst du von Fußfetischisten? Ich glaube, dass diese Menschen außerirdisch geistig Hitler sind. Und da ziehst du wahrscheinlich auch dazu. Bist du so ein richtig Lustiger, wenn du besoffen bist? Ey, ich fick mal an. Stell dir vor, du bemalst überhaupt deinen Pimp, Digga. Safe machen das Leute. Ich bin da nicht der Einzige. Ich bin da nicht der Einzige. Das ist ein neues Hobby, das ich für mich entdeckt habe.
deinen Penis oder dich anzumalen? Mein Penis anmalen. Nee, sag mal ehrlich, wo hattest du Probleme im Abi? Erdkunde tatsächlich. Nie ohne Socken, Mann. Ich dachte, dafür muss ich ja nicht lernen, wa? Spoiler, dafür muss man schon lernen. Und wenn eine Frau und Mann Geschlechtsverkehr haben und die ein... Ich hab bei Geschlechtsverkehr abgeschalten. Hast du schon mal überlegt, deine Socken zu verkaufen? Ja. Hast du eine geklärt? Ja. In Fortnite? Nein, deine Mutter. Spaß. Meine Mutter spielt kein Fortnite. Ich weiß. Apropos Fixen, wie weit, also... Ich bin schon raus. Ich habe 6 Tage geschafft. Den habe ich meiner Freundin gegeben. Du hast eine Freundin? Jetzt nicht mehr. Ja, ich dachte gerade schon, du mit Freundin. Dummer Wichser. Boah, ey, no joke, ich finde das so geil, wenn du mit mir bist. Okay. Du kommst mir ein bisschen so vor wie so meine ältere Schwester. Ich halte schon mal den Korb bereit. Ey, ich bin auch Supporter von Inzest, so ist nicht. Geschwister. Der Mann vor mir hat gesagt, dass er auf Igelkacke in seinem Mund steht. Riechst du gerade an deinen Fingern nach der Nein. Story? Nein! So, ja, das mache ich nämlich immer, wenn ich an Kacke denke. Ach. Nein! Den Namen Monty kenne ich. Mein Stiefvater hat die Nummer von dem. Schön mit deinem Stiefvater. Ich hab mal irgendwie so ein TikTok gesehen, da war so eine schwangere Frau und dann hat die einfach angefangen, irgendwie aus ihren Brüsten Milch zu schießen. Ungewollt. Warum erzählst du mir das? Boah, Muttermilch würde ich aber schon gerne trinken. Wie soll ich dann aus Zweien auffangen? Was? Ich hab eben mit einer Polizistin gesprochen. Ich hab sie angelogen und hab gesagt, ich bin Fachinformatiker. Na, aber ich muss sagen, du bist schon lustig. Sie hat Schule, sie ist Mutter, sie geht arbeiten und ich bin krankgeschrieben. Alter, eine MILF! Ja! Warum sagen aber alles eine MILF? Dein Freund, bist du noch mit dem? Nee, den habe ich abgeschlossen. Single MILF, ja! Ich bin 18. Dann mache ich mich wenigstens nicht strafbar, yeah. Aber heute bin ich noch nicht pädophil. Ja, weißt du... Ah! Ich merke, es kommt wieder. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich gebe meinem Lieferanten immer Trinkgeld in Form eines Handjobs. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kenne das Gesicht. Ne? Gay-Porn-Industrie, yeah. Ey, aber wie kam das, dass du zur Polizei wolltest? Meine ganze Familie ist bei der Polizei. So, ey, war nett, mit dir gesprochen zu haben. da sind einige Verfahren. Boah, ich finde das so geil, wenn du das ins Mikrofon machst. Ich glaube, jeder Mann hat Nippelhaare, oder? Nein, no joke, das ist so ein Ding. Ach so, das ist jetzt cool. Das ist cool, ist das.